die Vorfreude ist extrem groß. Ich freue mich auf den Turnierstart morgen. In erster Linie ist das der Fall, dass ich Paul im Angriff Pausen geben soll und auch im Rückraum, im Innenblock, Entschuldigung, für Entlastung sorgen soll. Aber ich allgemein flexibel einsetzbar bin, 3-2-1 auf der Spitze, auch mal auf halb in der 6-0, im Innenblock, wie gesagt, auf Mitte. Ich will einfach so meine Stärke mit in die Mannschaft reinbringen und so gut wie möglich den Jungs auch helfen. Ja, wir haben einen guten Austausch. Also, wir sind natürlich auch als Spielmacher dafür verantwortlich, was wir spielen, und da sprechen wir uns ab. Und da hat jeder sicherlich auch nochmal seine individuellen Ideen oder seine Vorlieben. Ich würde behaupten, dass der Austausch da gut ist. Ja. Also in erster Linie natürlich machen wir uns einen Matchplan mit der Mannschaft. Wir bereiten uns ja mit gutem Videomaterial auf den Gegner vor, und da hast du schon die Dinge, die du weißt, die du eigentlich spielen möchtest. Aber sicherlich ergeben sich auch während des Spiels dann nochmal besondere Situationen, wo du dann ja, vielleicht ein gutes Händchen hast oder wo du gerade jetzt das Gefühl hast, das könnte uns gerade weiterhelfen, und musst du dann instinktiv gut entscheiden. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat jetzt echt wirklich sehr, 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 sehr viel Freude und Bock auf den Turnierstart. Wir haben wie viele Tage waren es jetzt? 4-5 Tage zusammen gut verbracht und haben auch trotzdem eine gelockerte Stimmung, einen guten Spaßfaktor dabei, bei all dem Fokus und der Ernsthaftigkeit ist da so die Mischung, finde ich, ganz gut. Und ich glaube, das kann man positiv darstellen, die Stimmung in der Mannschaft.